Baustellen, eine Herausforderung für viele Autofahrer. Doch ohne Baustellen würde das Netz der Stadt bald zusammenbrechen. Immerhin 660 Kilometer umfasst das Kanalnetz in der Landeshauptstadt, mehr als das Doppelte der Distanz von Klagenfurt nach Wien. Und das Kanalnetz muss laufend gewartet werden. Vor allem in der Innenstadt war bereits Gefahr in Verzug. Man muss sagen, hier sind wir wirklich bei einem alten Relikt. Und durch diese Kamerabefahrungen haben wir halt gesehen, dass hier schon Dichtungen im Kanalbereich fehlen, dass schon Sprünge in den Kanalrohren vorhanden sind. Auch zu Zeiten des Covid müssen wir hier unsere Instandhaltungstätigkeiten durchführen. Um die Baustelle effizient zu nutzen, werden mehrere Leitungen gleichzeitig erneuert. Abwasser, Regenwasser, Gas, Fernwärme und schnelleres Internet. Und dadurch wirklich einmal die große Baustelle haben und alles auf einen Schlag erledigen werden. Doch die Arbeiter müssen sehr sorgfältig vorgehen. Vor allem beim Gas ist Vorsicht geboten. Das ist eine Hauptgasleitung eigentlich, genauso eine große Wasserleitung. Wenn man die falsch erwischt, wenn die platzt, dann ist da schon ein Wirbel herinnen. Also da muss man dann wirklich beim Baggern sehr vorsichtig sein. Im Zuge der Sanierung wird das ganze Netz ausgebaut und an die steigende Zahl der Haushalte angepasst. Und was wäre, wenn die Stadt die Baustelle weiter verschoben hätte? Nächstes Jahr das Bürgerservice explodiert wäre. Beim Kanal wird sofort auffallen, bei der Fernwärme spätestens dann, wenn im Oktober, wenn es kühl wird und die Heizung nicht funktioniert. Bis Herbst werden die Arbeiten beendet sein und die Versorgung der Stadt ist damit weiter garantiert.